Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sticks Shards of Darkness, wieder mit René. Das war mal mit Abstand der schnellste Bereich, den wir gemacht haben. Glaube ich so. Ja, wobei bei der letzten Folge war der erste Bereich auch schnell. Ja, aber irgendwie. Aber ich habe die Mission jetzt gerade überhaupt nicht verstanden. Ich auch nicht. Also du bist da irgendwie durch, keine Ahnung, wie du den Weg gefunden hast, was du gemacht hast. Ich habe da rechts so ein Flammending gesehen und dann dachte ich mir, da will ich hin und dann bin ich da irgendwie hingekommen. So ein Bottich mit grünen Flammen, weißt du? Das sah so aus, als müssten wir mal dahin vielleicht. Dann bin ich dahin und dann haben wir halt die Mission bekommen. Mhm. Wir sitzen jetzt in der Kiste. Ja. Jupp, keine Sau. Vielleicht oh, wir haben wieder unsere Sachen an. Ja, die sind einfach so Transformer-mäßig einfach an uns drin. Ich glaube, die waren in der Kiste drin, ja. Nein, nein. Die sind nachgewachsen. Ja, klar. So, Spawn? Moment. Ich habe gerade noch kein richtiges Bild. Aber ich drücke einfach meine Taste, damit ich einfach spawne. Also Schnelligkeit Gold ist schon mal direkt geschaltet. Nice! Ja, ja, wahrscheinlich kannst du das echt schnell machen. Lol, Alter, hier drin ist ja alles. Ach, keine Ahnung, irgendwie kam mir das gerade ein bisschen buggy vor. Was denn? Was hast du gemacht? Ach, ich bin runtergefallen. Hier kann man, glaube ich, erstmal wieder ein bisschen Tätigkeiten machen und so. Ich könnte mir rein theoretisch einen Pfeil machen. Mach ich mir jetzt auch mal. Was? Pfeile. Und Fertigkeiten kann ich wieder machen. Geil, Junge. Nice. Ja, eigentlich könnte ich mir doch mal dieses Giftpfeile herstellen. Warum hab ich die jetzt einfach schon? Pfeil. Oh, lol. Jetzt hab ich Punkte. Ja, so geht das. Kokon. Ah. Als ob mir jetzt 5 Fertigkeitspunkte für den Doppel... Oh, 2 Kokons. Einfach mal so. So, ich hab jetzt 2 Fertigkeitspunkte. Mach ich jetzt das Schleichen, mach ich jetzt heil. Ich mach jetzt das Schleichen erstmal voll. Ah, da zählt mir dann ein bisschen, da hab ich 270 Punkte. Das heißt, ich kann jetzt mal Alchemie machen. Und du machst einfach weiter. Du bist so ein Hurensohn. Ja, ich wusste es doch nicht. Ist egal. Kennen wir das nicht da schon? Nein. There's an airship from Thoban berthed at this loading dock. Talk about a lucky break. Endlich mal was wieder an der Luft, Alter. Eine Mission an der Luft. Gimli! Toll. Lol, der riecht uns. Ja, hast du auch Kraft. Alter. Ah, ich bin noch hier drin. Gelang endlich an die frische Luft. 80 Erfahrungspunkte. Jetzt kann ich bestimmt noch mal was mit Fähigkeiten machen. Ja, geil. Nice, ich auch. So, was geht jetzt? Finde mehr über das Flugschiff heraus und finde mehr über das Boot heraus. Ich mach das Flugschiff. Ja. Ich hoffe, dass er mir das jetzt mal speichert, ey. Weißt du, warum das letzte Mal nicht gespeichert hat? Nein. Weil du einfach schon raus bist, ohne die nächste Mission zu laden. Ich glaube, dass man sich aussuchen kann, was man machen will, und ich bin fürs Luftschiff. Ich bin gestorben, weil ich nicht gerannt bin. Warte mal bitte kurz da. Ja, machen wir jetzt einfach das Luftschiff oder was? Pass auf, der eine hat mich. Dude hat mich schon fast gesehen. Ich bin von neben dem aufgeklatscht. Arke. Oh, da ist ja ein Dude. Oh, nee, was machst denn du da? Die Leute abhängen. Er war gerade danach. Oh, oh! Sorry, ich hab nicht gewusst, dass der auf mich zurennt. Also, läuft. Ich hab gedacht, er geht jetzt weg.
Richtig unnötig manchmal. Da sind so einer drin. Nee, selbst. Okay, du Model. Ist das der Gimli gewesen? Ich bin ein Idiot. Wenn du jetzt stirbst, haben wir ein Problem. Ich bin auch tot. Du bist so tot. Du bist so tot. Was? Ich sehe gar nichts, Alter. Och Mann, Alter. Die Mission ist richtig behindert gewesen bisher. Nice, hier oben könnte man. Luftschiff, ne? Ja, ich mach das Luftschiff. Yeah, I know. He got locked up in the prison near the market. He's lucky that the Dark Elves didn't see somebody who wants to get out of here as badly as I do. In exchange for his freedom, he shouldn't complain about a little extra cargo. Was ist denn Hupsi? Siehst du nicht, dass sie aufgewacht sind, die Boys da? Nee. I don't see anything. Nothing to report. Sie ist ja schon da allein. Dann habe ich ja Lust, da hinzugehen. Wenn jetzt hier oben einer draufsteht, habe ich natürlich verloren. Oh, hier ist der Gimli! Mm, hier ist Gimli. Also ganz oben ist Gimli. Ja, geil, der riecht mich doch. Ich stink doch so hart nach Maggi. A formula for an odor concealing potion. Could be very useful for slipping under the noses of these damn dwarfs. Literally. Was hilft gegen die Nasen der Zwerge? Ich hab's nicht gelesen. Ich hab einen Geruchs, also eine Formel für einen geruchslindernden Trank gefunden. Aha. Nice. Ich glaube, da hat dich einer gesehen. Glaubst du? Hm. Ich auch. Of this airship was arrested. Yeah, I know. He got locked up in the prison near the market. He's lucky that the Dark Elves didn't take him to Korengar. Finde den Captain. He must be a total. Oh, René, jetzt müssen wir wohl ganz woanders hin. Hast du gesehen? Wir müssen jetzt den Captain finden. Ach Mann, ich hasse das Spiel. So ab und zu ist das richtig behindert. Wenn du irgendwo runterspringst. Oh Mann! Deswegen stehe ich jetzt erstmal hier. Oh, ich stand an so einer Ge- Ich war. Oh. Oh. Miau, 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 genau. Warst du hier schon? Wo soll ich denn da gewesen sein? Kamst du von hier? Oh lol, es hat halt gebackt. Lebst du noch? Ja. Ja. Wo bist du hier lang? Der Zwerg riecht dich, ne? Ich weiß nicht, was mit den Dudes da unten abgeht. Du machst das, René, ne? Also ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich aufnehme, das ist ein ganz schöner Fehler. Warum? Ja, weil du immer das Spiel durchrusht und Nico gar nicht hinterherkommt, ab und zu. Jetzt ist halt die Maus direkt auf dem Bild.
Alter! Hast du es geschafft? Was ein Todesleck, Mann. Bin ich so daneben gesprungen jetzt? Ja, hier durchzugehen ist voll der Fehler, ey. Das brauche ich niemals. Jetzt kommt der Dude da lang. Oh. Kommt der jetzt echt hier lang? Oh, er kommt wirklich hier lang. Der Dude steht da hinten. Der läuft hier so lang. Der chillt da jetzt. Oh, Digga. And you, Efron, you old scumbucket. Please don't tell me you started selling goblins now. You're gonna get an infection. Ja, Wahnsinn, der kommt hundertprozentig. Der kommt nicht hier lang. I'm willing to let bygones be bygones, if you take me back to Phoban. Bleib ruhig mal da. Wie, bleib ruhig mal da? Wo du bist. Ich will, dass wir das Boot machen. Let's see if I can get lucky and find somebody. We can't do a thing with shit. Oh. Nee, ich bin tot. Not leaving Wilderan anytime soon. Okay, a cockroach. Again. Oh, oh. Ah, you're dead meat, tiny. Oh! My smell. He wants it. What the hell is wrong with my smell? You can run. Dadurch, dass du eben alle aufgeschreckt hast, muss ich jetzt erstmal hier in der Ecke stehen, Alter. Ja, ich habe gedacht, cool, ich bin bei dem Boot, aber da ist nichts passiert. Da ist nichts, man kann, glaube ich, nur eins von beiden machen. Warte mal. Oh. Egal, ich esse da mal meine Reiswaffel, ne? Weil das ist auch wichtig in so einem Let's Play, Ernährung. Halt's Maul. Ja, was soll ich denn machen? Ich muss warten. Gigi, es hat halt geleckt, Mann. Bist du tot? Irgendwie nicht. Jetzt bin ich tot. Keine Ahnung, Mann, ohne Witz. Ich drücke auf Verstecken und stehe draußen und denke mir, hä, warum habe ich mich nicht versteckt? Drücke nochmal, stehe wieder draußen. Bin dann aber im Endeffekt rausgesprungen erst. Der war halt gerade wieder, weil es laggt. Das ist, ja. Super nice. Jo, und alle Dudes suchen uns. Oh, ich bin tot. Bleib bloß in Sicherheit. Bon. Junge, Junge, Junge. Was ist denn jetzt hier los, Alter? Haben die jetzt alle Hummeln gefressen oder was? Das ist aber richtig schlau. Würdest du, verdammter Goblin, mal da dran springen? Dankeschön. Schon 500 Alarm ausgelöst hier. Machst du das, Alter, oder bin ich das? Keine Ahnung. Oh. Ups. Ich glaube, ich habe ihn gekillt. Ah. Ich bin tot. Fünf.
Jetzt. Oh, schön neben dem Dude. Wir haben hier ein Problem. So, wo müssen wir... Steht im Passierschein. Das ist ja, immer noch... Es auch mal. Ja, mach mal auf. Der kommt! Irgendjemand verreckt da als oder so. Du stier das Ding mal. Der Typ hier! Was denn? Nee, warte mal kurz. Dem sein eigenes Schwert tötet den als. Guck dir das mal an. Was denn? Hier! Was ist das für ein Dude, Alter? Gib den jetzt auf, Alter, damit der endlich die Fresse hält. So auf, ja. Fuck. Der Schnar, der ist tot, der ist nicht tot. So. Den soll man zum Boot bringen. Fehlgeschlagen. Du Held. Ja, na gut, kannst du ja nicht riechen. Außerdem, woher soll ich das wissen, hä? Ja, hab ich doch gesagt, woher sollst du das wissen. Geh weg da! Oh. Der Dude backt da auch als rum. Nice! Also Mission neu starten, hab ich gehört. Wieso? Ja, weil der Typ hier rumbackt, was willst du machen? Ah, jetzt läuft der nicht normal. Wo rennt der denn jetzt hin? Ja, der rennt wahrscheinlich zum Luftschiff. Dieser Wichser. Ich würde einfach überhaupt nicht hinterher, hä? Ja. Oh, ich bin tot. Oh, man sollte auch mal einen Heiltrank nehmen, fällt mir auf. Die Dudes da drüben sind immer alle auf Rampage, Alter. Ja, die sind... Die buggen schön. Alter, stirbt nicht. Stirbt nicht, ja? Ist er tot? Ja. What the? Alter Junge, bitte nicht! Bitte nicht! Bitte nicht! Nein! Oh, you are dead. Komm, spawn doch mal! You realize using the controller with your face is not gonna gain you an achievement, right? Was hast du gemacht? Wie, was habe ich gemacht? Der Gitter des Spawns. Ja, ich hätte es einfach nicht machen sollen. Naja, egal, jetzt können wir die Mission nochmal von neu machen. Jetzt ist das mal nicht so ein Durcheinander. Jetzt können wir mal normal durchgehen. Ja, jetzt kannst du mal auch keine Leute töten oder so. Ich verstehe, was du meinst. Aber warum spawn ich eigentlich jetzt schon? Dann hätte ich mir die ganze Scheiße jetzt ersparen können. Kannst du hier immer noch ersparen. Let's get out of here quick. I can't wait to breathe some fucking fresh air. Weißt du, ich wollte auch gerade dran, wo du bist, ne? Das kann man nur, wenn man es schon fünfmal gemacht hat. Nee, das kann man, wenn es nicht leckt. Dann kann man das. So, wollen wir uns das nochmal kaufen? Dankeschön. Machen wir uns nochmal ein Pfeil. So. Ab geht's, hä? So, wie war denn das jetzt? Haben wir eben die Mission mit dem Boot auch gemacht gehabt, oder was? Ja, die ist automatisch dabei. Du musst diesen scheiß verkackten
besoffenen Captain. Ich geh jetzt nochmal denselben Weg wie eben. Der war ultimativ geil. Ah, bei mir packt es sie halt, ne? Also. Jetzt hält er sich da nicht fest. Boah, ich renne, ich hab gesagt, heute aufnehmen wäre eine doofe Idee. Ich bin heute dafür einfach nicht gemacht, ruhig zu bleiben. Na, egal. Ich weiß es nicht. Heute. Da gehst du zum Schiff und dann. Ja, das hatte ich schon mal vor, zum Schiff zu gehen. Was? Geh schon mal zum Captain. Ja, von mir aus geh du schon mal zum Captain. Aber ich kann dir hier nichts versprechen, weil du hast mich. Also, ich bin hier gespawnt bei dir. Gefühlt am Arsch der Welt. Ja, er ist komplett shitfaced. He'll help me to get to where I need to go later, once he sobers up. Alter, René! Wo hast du mich denn hier ausgesetzt? Ach, guck mal, hier ist ein Seil. Kann es sein, dass ich beim Captain bin? René, ich bin schon beim Captain. Ich bin beim Captain. Der ist halt wieder sturzbesoffen. Ja, aber warum soll ich das auch? Oh mein Gott! So, ich hab schon mal das Dokument. Das ist super für das Dokument. Eventuell haben mich so ein, zwei Leute gesehen. Keine Ahnung, was hier schon wieder los ist, dass alle ausrasten. Das her. War ich. Ja, bei mir rasten alle aus. Also du bist nicht bei mir in der Nähe. Bitte mehr über das Flugschiff hinaus. Heraus, mein. Bitte den Captain. Ihr bleibt mal beim Schiff. Digga, warte mal kurz. Weil wir reden gerade mit diesem Flugdude. Boah, was mir übel auf den Piss geht, ist als dieser Mauszeiger, der bei mir jetzt wieder in der Mitte auftaucht. Bei mir nicht. So, was muss ich, was ist jetzt eigentlich meine... Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin tot. Also René, ich war noch nicht einmal bei dem Flugschiff, ne? Aber irgendwie ist die Mission weg. René? Ja, nicht. Also, wir müssen nur noch den betrunkenen Captain dahin bringen, habe ich so das Gefühl. Nein. Aber meine Mission... Das Flugschiff-Mission ist nicht mehr da. Doch, jetzt. Ja, wir müssen uns mit dem Dude treffen, der da jetzt erst hinläuft. Problem ist nur, ich habe vor mir eine Wache, die buggt, das heißt, ich komme hier nicht weg. Ausreden über Ausreden. Jetzt hier erstmal unsichtbar machen. Bei mir ist gerade gar keine Wache. Alter, jetzt sind alle Wachen wieder hierher gekommen. Wo ist denn dieser Efron-Dude? Wo rennt der jetzt genau hin? Meinst du, er rennt auf das Schiff? Nein. Wo rennt der denn? Nee. Ich hab ein bisschen Fallschaden. Der geht unter das Gasthaus. Warte, ich gehe da gleich hin. Lass mich das mal. Fick dich, du machst das mit dem Cap. Bei Efron stehe ich jetzt. Das brauchen wir doch gar nicht zu machen. Ja, wir beide gehen zu dem Efron. Ich bin doch schon so gut wie da. Pass auf, das ist der Zwerg. Ach ja. Ja. Ach ja. GG. Bitte nicht, tot. Bei mir leckt's gerade. Ich bin tot. Oh lol.
Da wo du stehst, ja, lag ich gerade. Ganz schön viel Glück. Weil ich hab grad geleckt. Ich wollte auf diesen selben Pfeiler springen wie du, nur bei mir ist er nicht darauf sitzen geblieben, da ist er. Er ist gleich den Abwärtsgang genommen. Ach guck mal, die Stelle kennen wir doch schon hier. Nice. Ich häng schon wieder halb daneben. Hast geschafft? Ja. What? Another chest? It's becoming like this. Wo ist die Chest? Wo ist die Kiste? And one's on. Mir gerade einfach an allen Gegnern vorbeigerollt. Ich kenne das Problem. Gigi, halt dich doch! Oh. Bist du tot? Nein! Alter, das. Hey, ich lege nicht mehr, nice. Cool. Eventuell bin ich tot. Oder du bist tot. Wir gehen jetzt so drauf, wenn du es nicht schaffst. Wir gehen auf jeden Fall drauf. Ich bin so gut wie tot. Wenn der orange wird, bin ich tot. Ja, weil du halt da oben alle aufgeschreckt hast, ne? Dankeschön. Gar nichts gemacht. Spawn. Du bleib stehen. Bleib du stehen. Warte. Bleib du stehen. Ich lock die weg. Wuhu, ich bin hier. Wuhu. Die wollen nicht hinter dir her. Doch. Nein. Ich hab gedacht, die wollen mich. Alter, die lang. Geh links rum. Du kannst links rum. Siehst du das? Ja. Nur warte, lass mich kurz spawnen. Mach du. Niemand hat uns. Wir sind Könige in so Schleichspielen. Ja, Alter. 12 Uhr mitternachts. Ach Mann, ich hasse das Spiel. So ab und zu ist das richtig behindert, wenn du irgendwo runterspringst. So schlecht. Come to sunny Korengar. Visit its charming prison. Enjoy a stroll through its delightful torture gardens. And learn new and unusual ways to die from its psycho high priestess, Thoban. I'm coming, baby. Maybe you should become a tour guide. Go ahead, chummy stuff. I haven't forgotten that you're involved in trafficking goblins. Ja, nice. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge von Sticks. Macht's gut.